Er ist einer, auf den die Würzburger Kickers große Hoffnungen setzen. Und spätestens im Trainingslager in Tirol hat er auch schon angedeutet, dass sie dies bei den Rothosen durchaus zurecht tun dürfen. Patrick Weihrauch. Laut seinem Berater waren hinter ihm auch mehrere Erstligisten aus dem In- und Ausland her. Der 22-jährige Offensiv-Allrounder entschied sich aber für einen Wechsel von der U23 des FC Bayern München zu den Kickers. Wir haben ihn im Trainingslager der Würzburger im österreichischen Bad Hering zum Interview getroffen. Ja, herzlich willkommen, Patrick Weihrauch. Einer der 8 neu verpflichteten Spieler hier beim FC Würzburger Kickers. Und erfahrungsgemäß ist es natürlich immer so, dass die Leute dann erstmal über die Neuen vor allem was wissen wollen. Beispielsweise, warum hat es dich zu den Würzburger Kickers getrieben? Ich wollte jetzt, da ich bei Bayern auch viel in der zweiten halt auch gespielt habe, wollte ich halt auch für mich persönlich den nächsten Schritt machen. Und ja, das also hat mich auch sehr überzeugt hier. Und der erste Eindruck, was ich auch jetzt mitbekommen habe, die ersten Wochen war alles super. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ja, ich fühle mich schon richtig wohl hier. Bist du ein Typ, dem das auch wichtig ist, dass man in der Mannschaft wirklich gut aufgenommen wird? Ja, ich bin schon ein familiärer Typ. Also mir ist es schon wichtig, dass das Umfeld stimmt und dass halt ja auch das Gefüge in der Mannschaft halt super ist. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben und da bin ich sehr glücklich drüber. Es gibt nicht wenige, die sagen, das ist einer von den neu verpflichteten Spielern, von denen wir uns sehr, sehr viel versprechen. Das heißt, wird schon auch ein gewisser Druck auf dich aufgebaut. Ja. Okay, du hast selber schon gesagt, du hast natürlich auch bei den Bayern gespielt. Da ist der Druck natürlich, egal ob Erste oder also Erste natürlich noch mehr, aber zweite Mannschaft auch schon relativ groß. Und man will ja wahrscheinlich auch da möglicherweise sich für die Erste empfehlen. Also von da ist auch Druck da. Ja, klar. Wie gehst du persönlich mit Druck um? Ja, also ich habe es halt auch schon früh kennengelernt bei Bayern. Ich war jetzt 6 Jahre dort und ja, bei denen geht es halt nur ums Gewinnen. Da wird halt alles beiseite gestellt und nur gewinnen. Und wenn man halt mal unentschieden spielt, dann ist es schon nicht mehr so gut. Und ja, ich gehe eigentlich recht locker damit um. Ich bin eher ein lockerer Typ, der auch mal vorm Spiel noch lachen kann. Aber wenn es dann halt auf den Platz geht, dann bin ich schon auf jeden Fall da. Spaß, wenn er angesagt ist und ernst und arbeitet. Ja, auf jeden Fall. Was nötig ist sozusagen. Ja. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade Fußball spielst? Ja, ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden natürlich und ja, gerne in die Stadt mit Freunden eigentlich, so das meiste. Wie viel Zeit hat man denn, wenn man Profifußballer ist, überhaupt noch für Familie, für Freizeit, für Dinge außerhalb? Ja, also jetzt in der Vorbereitung trainieren wir natürlich sehr viel, ist ja klar. Wir wollen ja auch sehr, sehr fit für den Start werden. Aber es findet sich immer Zeit für die Familie, die nimmt man sich auch, wenn man da mal frei zwischen den Trainings hat und ja, das klappt schon. Apropos viel trainieren, apropos fit werden, in Bad Hering hier im Trainingslager werden die Grundlagen gelegt. Mhm. Der Name Bernd Hollerbach ist natürlich kein Unbekannter für dich und wahrscheinlich ist es auch dir nicht verborgen geblieben, dass er durchaus üppig trainiert und die Spieler auch hart rannimmt. Mhm. Die ersten 5 Tage sind jetzt rum. Ja. Alles noch okay oder schmerzen die Beine schon? Ja, also man spürt schon seinen ganzen Körper, muss ich ehrlich sagen. Bei Bayern wurde ja ein bisschen anders trainiert, mit viel mehr mit Ball. Aber ja, also ich denke, das wird uns, also persönlich mir und der ganzen Mannschaft schon sehr viel helfen, dass wir halt mehr laufen können wie die Gegner und fitter sind. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Was dir auch zugutekommt, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, deine Art Fußball zu spielen, deine Philosophie? Ja, also ich bin eher so ein Spielertyp, der gerne umschaltet nach Ballgewinn, gerne in die Tiefe geht, auch mal mit Ball ins Dribbling geht und gern hinter die Abwehr stößt mit meinem Tempo, was ich habe. Ja, und dann halt zum Abschluss kommen. Aber durchaus auch auf verschiedenen Positionen spielen. Ja, also du bist nicht festgelegt eigentlich. Vorne fühle ich mich überall wohl, nicht direkt ganz vorne im Sturm, aber so drumherum, außen, also rechts, links. Ja, theoretisch könnte ich auch zweite 6 spielen, also da bin ich schon flexibel. Jetzt kommt man natürlich zu einer neuen Mannschaft, weil man dort auch Erfolg haben will. Mhm. Ihr seid Aufsteiger in einer nicht eben, wie man annehmen kann, leichten Liga mit vielen großen Namen drin. Ja. Was ist denn das persönliche Saisonziel aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, jeder freut sich erstmal, dass halt auch große Mannschaften dabei sind und jeder freut sich auf jedes einzelne Spiel gegen die Supermannschaften. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir halt ich will jedes Spiel gewinnen und klar heißt erstmal immer, wir wollen die Klasse halten, aber im Endeffekt will ich jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen. Dann würdet ihr wieder aufsteigen, dann würdest du
gegen deinen alten Verein, den FC Bayern, spielt gegen die Erste. Ja, so weit denke ich jetzt noch nicht. Also ich schaue mehr von Spiel zu Spiel und im Endeffekt will ich jedes Spiel gewinnen. Aber wäre das mal was, es quasi dem FC Bayern mal zu zeigen in der ersten Liga mit den Kickers? Ich hätte nichts dagegen. Gut, dann danke ich dir soweit erstmal. Sehr gerne.